Hallo liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video über John Wesley, den Methodismus. Ich konzentriere mich ja in dieser Kirchengeschichts-Video-Reihe so ein bisschen auf die Erweckungsbewegungszeit und da haben wir uns bisher hauptsächlich nur mit dem Pietismus beschäftigt, mit der deutschen Erweckungsbewegung so ab 1675 und mit diesem Video beginnen wir über den Tellerrand, wir in die angelsächsische Welt und schauen, was dort so im 18. Jahrhundert hat. Und der erste große Mensch, der uns da entgegentritt, ist John Wesley, der Methodismus. John Wesley ist sozusagen die überragende Gestalt, mit der so in England eine große Erweckung in Gang gebracht worden ist, so im 18. Jahrhundert. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal damit beschäftigen, wie das eigentlich so religiös in England zur damaligen Zeit so grundsätzlich aussah. Großbritannien um 1700 ist ein Land, das, also Großbritannien wird 1707 vereinigt. England und Wales waren schon vereinigt und 1707 kommt dann auch Schottland noch dazu. Man gründet das Königreich Großbritannien. Schottland und England waren aber auch schon vorher in Personalunion von dem gleichen Menschen regiert, so dass also hier in dieser Zeit, wo John Wesley auftritt, diese politische Einigung passiert. Religiös ist es so zu verstehen, dass Königin Elizabeth I. 1560 eine Vereinheitlichung der Liturgie eingeführt hat, die sogenannte Uniformitätsakte. Und einige Leute in England fanden das nicht so gut, dass es jetzt in jeder Kirche so die gleiche Liturgie gab. Die Leute, die dann nicht mitmachen wollten, das nennt man die Nonkonformisten oder auch die Dissenters, die damit nicht einverstanden waren. Die größte Gruppe dieser Dissenters oder die bekannteste waren die Puritaner, strenge Calvinisten. Dann kommt 1603 in Schottland der König James, der King James an die Macht. Wir nennen ihn Jakob den Ersten und die strengen Calvinisten sagen, wir wollen jetzt alles ein bisschen calvinistischer haben, aber James sagt, er will Conformity, er will, dass die sich alle eingliedern. Und daraufhin sagen viele Puritaner, gut, wenn das hier in England nicht so schön calvinistisch geht, dann wandern wir eben aus. Die bekanntesten Auswanderer aus dieser ersten Zeit waren 1620 die Leute, die mit der Mayflower nach Amerika gefahren sind, mit denen werden wir uns dann noch später beschäftigen. In England selber kommt es zu einem Bürgerkrieg. Es kommt dazu, dass ein presbyterianisches Kirchenmodell erarbeitet wird, das die Calvinisten durchgesetzt haben 1647. Jetzt sagen aber manche, ja, ist zwar schon gut, dass das jetzt immer calvinistischer hier wird, aber überhaupt Staatskirche ist schon der Tod im Topf, auch wenn sie schön purified wurde und calvinistisch ist. Diese Leute, die sagen, wir wollen gar keine Staatskirche haben, das nennt man die Independenten, die dann so Einzelgemeinden gegründet hat. Man nennt sie auch Kongregationalisten, die sagen, die Ortsgemeinde muss alles entscheiden. Es gibt keine Staatskirche. In diesem Zusammenhang entstehen zum Beispiel auch die Baptisten, die ein kongregationalistisches Gemeindemodell übernommen haben. Ja, dann kommen die Oliver Cromwell macht dann sozusagen eine puritanische Herrschaft über England, schafft die Monarchie ab, dann wird sie wieder hergestellt. Das muss man sich alles irgendwie aus deutscher Sicht nicht merken. Auf jeden Fall gibt es dann am Ende die sogenannte Glorious Revolution. Wilhelm von Oranien bringt endlich England zum Frieden 1689. Es wird eine Toleranzakte erlassen, so dass man jetzt in England verschiedene Glaubensrichtungen leben darf. Außer Katholiken ist jetzt sozusagen alles erlaubt. Und ja, so kommt also England religiös kurz vor der Geburt von John Wesley zum Frieden. Aber das muss man so ein bisschen als Hintergrund verstehen, in welche
geistliche Zeit Wesley da hineingeboren worden ist. Es gibt jetzt also die anglikanische Staatskirche, es gibt verschiedenste Arten von unabhängigen Gemeinden, Puritaner, Independenten, Kongregationalisten, Nonkonformisten, Dissenters. Und also es gibt sozusagen kleinere Gruppierungen, die sind jetzt erlaubt im 18. Jahrhundert. Und daneben die große Church of England, die Staatskirche. In dem allen wird jetzt John Wesley geboren am 17. Juni 1703. Er wird in eine große Familie geboren. Er ist nämlich das 14. von 19 Kindern, die seine Mutter Susanna geboren hat. Wobei 9 Geschwister schon im Kleinkindalter verstarben, aber ihm blieben immer noch weitere 9 Geschwister. Mit ihnen zusammen waren es also 10 Kinder, die überlebt haben. Sein Vater war ein anglikanischer Pfarrer. Er hatte ein Pfarramt in Mittelengland, in Epworth. Er war ein hochkirchlicher Pfarrer, kann man sagen, konservativ, war aber nebenbei auch noch in einer Religious Society, das heißt in einer landeskirchlichen Gemeinschaft, würde man heute in Deutsch sagen, einem Erbauungskreis so neben dem Gottesdienst seiner Kirchengemeinde. Entscheidend für John Wesley war vor allem dann aber seine Mutter, Susanna Wesley. Die haben wir hier auf einem Bild, wie man sie sich vorstellt. Susanna Wesley, also 19 Geburten, John Wesley, das 14. Kind. Wie hält man so ein Haus zusammen? Das muss schon eine Wahnsinnsleistung gewesen sein. Am Ende konnten die älteren Geschwister die jüngeren miterziehen. Sie war aber sehr strukturiert, sehr diszipliniert. Hier seht ihr 16 Hausregeln, die sie für ihre Familie so aufgestellt hat. Alle Kinder mussten 8 Uhr abends im Bett sein, zum Beispiel Nummer 2. Und Kinder müssen beigebracht bekommen zu beten, sobald sie sprechen können. Eating between meals is not allowed. Man darf nur bei den Mahlzeiten was essen und sonst nichts. Und so weiter. Könnt ihr euch alles hier mal stoppen und durchlesen. Also Disziplin war für sie unheimlich wichtig und anders hat wohl diese Großfamilie auch nicht funktioniert. Aber das wurde dem kleinen John Wesley schon ins Herz gepflanzt von Geburt an. Du musst diszipliniert sein, Regeln einhalten, sonst klappt es mit dem Leben nicht. Und so ist dann auch seine Theologie später geprägt worden. Theologie ist immer auch Biografie und auch bei John Wesley wird das deutlich. Susanna Wesley, eine tolle Frau, sie hat es geschafft, mit ihren Kindern umzugehen. Sie hat zum Beispiel eine Regel gehabt, die mich immer fasziniert hat. Sie hat gesagt, für jedes meiner 19 Kinder nehme ich mir in jeder Woche wenigstens eine halbe Stunde Qualitätszeit, wo ich nur auf dieses Kind fokussiert bin und ihm zuhöre, für ihn, für es da bin. Also wenn das heute Familien mit 2 oder 3 Kindern schaffen würden, mal richtig Qualitätszeit für ihre Kinder sich zu nehmen, dann wäre das schon ein großer Fortschritt. Susanna Wesley ist von ihren Kindern geachtet worden und es ist viel Gutes aus ihren Kindern geworden, so dass man sie die Mutter des Methodismus auch heute nennt. Sie selbst übrigens kam aus einer Familie mit 25 Kindern. Sie war eines von 25 Kindern, hatte 24 Geschwister. Und ja, da hat sie wohl das schon gelernt, wie Disziplin nötig ist, um in so einer Familie zu überleben. John Wesley hat neben der Erziehung durch seine Mutter Susanna ein besonderes Kindheitserlebnis gehabt. Und das ist dieses hier, was in diesem Gemälde dargestellt ist. Im Alter von 6 Jahren brannte das Haus der Wesleys ab und John wurde als letzter Bewohner des Hauses sozusagen durch ein Fenster hindurch gerade noch so aus dem brennenden Haus gerettet im Alter von 6 Jahren. Kann man sich vorstellen, dass das ein prägendes, ein traumatisches Erlebnis gewesen ist für den kleinen John.
Es wird teilweise auch so hochstilisiert, dass das so das Urerlebnis war, was ihn dazu gebracht hat, sein Leben Gott zu geben. Das ist wahrscheinlich eher Legendenbildung, aber es saß wahrscheinlich doch tief, dieses Erlebnis fast verbrannt worden zu sein. John wurde von seiner Mutter in der Grundschulzeit selbst unterrichtet. Sie machte Homeschooling. Dann kam er mit 11 Jahren an eine Schule in London und mit 17 ging er dann nach Oxford. John Wesley in Oxford ist so eine eigene Geschichte. Oxford wird die Stadt von John Wesley. Er studiert und baut sich da sein eigenes Studentenleben auf. Er macht seinen Bachelor und 1724 seinen Master 1727 und er erlebt dann 1725, so während seiner Studienzeit im Alter von 22 Jahren, seine Bekehrung, kann man sagen, seine Hinwendung zu Gott, seinen Entschluss, den er in einem Tagebuch dokumentiert, ab jetzt vollständig hingebungsvoll mit Gott zu leben. John Wesley ist überhaupt ein super Tagebuchschreiber. Also er fängt jetzt hier an, sich persönliche Notizen zu machen, so in dieser Studentenzeit. Es gibt verschiedenste Tagebücher von ihm, deswegen kann man auch total viel über ihn forschen und schreiben, weil man ihm so richtig ins Herz schauen kann. Es gibt ein sogenanntes Diary, das ist wirklich so sein Privattagebuch, wo ich denke, das hat er wahrscheinlich nie beabsichtigt, dass das jemals jemand lesen wird, wo er seine dunkelsten Gedanken da offenbart. Heute können wir das lesen. Dann gibt es aber auch noch ein Journal. Das ist ein Tagebuch, das er dann veröffentlicht, meistens so ein paar Jahre nach den Ereignissen, die er dort beschreibt. Das ist also ein redaktionell von ihm im Nachhinein bearbeitetes Tagebuch, wo er bewusst Sachen erläutert und erklärt und kommentiert, wie er gerne gesehen werden möchte. Und dann gibt es noch so ein Mittelding, ist die handschriftliche Version dieses Journals, wo er sozusagen so Vorentwürfe macht und da Sachen dann drin rumstreicht oder verändert oder so, wo man merkt, was ist eigentlich passiert und wie wollte er das dann gerne dargestellt haben. Also verschiedenste Versionen von Aufzeichnungen, weswegen wir über Wesley tiefgehende Kleinigkeiten und Einzelheiten wissen, die wir sonst von anderen Menschen kaum erfahren. John Wesley studierte also in Oxford. Er wird Fellow des Lincoln College dann in Oxford, unterrichtet dann selber. Er strebt einen theologischen Grad an, erreicht den auch und wird dann zum Priester der Church of England ordiniert. Also er gehörte nicht zu irgendwelchen Abspaltungskreisen, sondern zur anglikanischen Staatskirche, wo sein Vater ja auch schon Pfarrer gewesen ist und dem eifert er sozusagen nach. Er hatte einen berühmten Bruder, den Charles Wesley, der war 4 Jahre jünger als er. Der studiert auch in Oxford. So, und jetzt ist der John schon mal weg in Oxford, hilft schon mal in der Pfarrei. Der Charles studiert dann noch und Charles baut jetzt so eine Art Erbauungskreis auf. Ein Collegium Pietatis, eine Studentenverbindung von frommen Studenten. John kommt dann nochmal zurück zu weiteren Studien an das College und er findet also eine Kleingruppe vor, die sein Bruder Charles aufgebaut hat und die beiden bauen das dann zusammen weiter aus. Eine geistliche Ermutigungsgruppe, die wir hier auf diesem Bild dargestellt sehen, wie man es sich so vorstellt. Diese Gruppe, die wurde dann immer bekannter an diesem College in Oxford und man nannte sie bald den sogenannten Holy Club, den Club der Heiligen. Oder auch Methodisten wurden sie genannt, denn was ist da passiert? Man hat versucht, Regeln einzuführen, wie man sich geistlich gegenseitig ermutigen kann. Also Bibel lesen, Fasten, bestimmte Gebetszeiten,
Abendmahl zu halten, Einsatz für Hilfsbedürftige, soziale Hilfsleistungen und so weiter. Also man ermutigte sich gegenseitig und kontrollierte sich gegenseitig mit Methode, um geistlich zu wachsen. Das war der Sinn dieser Gruppe, die jedenfalls nicht so abgelaufen ist, wie wir das hier auf diesem Bild sehen. Das Bild, sagen alle Kenner, zeigt Personen, die gar nicht jemals zusammen waren, in einem Raum, wo dieser Methodistenclub nie stattgefunden hat. Und vielleicht saß man auch nicht so gelangweilt dann hier so in der Ecke wie der da rechts. Egal, jedenfalls gilt dieses Bild als das Bild des Holy Club in Oxford. Eine geistliche Studentenverbindung zur gegenseitigen Ermutigung. Und John Wesley, weil er ja so diszipliniert war von seiner Mutter her schon, hat da ganz viele Regeln eingeführt und er arbeitete jeden Tag einen Selbstkontrolle-Disziplin-Katalog ab, ob er auch wirklich mit Gott heute richtig gelebt hat, ob er alles gebetet hat, ob er genug Liebe für andere geübt hat und so weiter. Einerseits wurde dieser Holy Club als Methodists verspottet, andererseits wurde John Wesley, den wir hier rechts am Tisch stehend sehen, auch geachtet. Er war Universitätsprediger, er hielt Predigten dort und war auch sehr bekannt. Ja, das war der Wesley so bis Anfang 30, kann man sagen. Und dann bekam er auf einmal eine Anfrage. Er und sein Bruder Charles bekamen zusammen eine Anfrage, ob sie nicht bereit wären und Lust hätten, nach Amerika zu gehen. Amerika, 1735, da gab es dann noch nicht viel. Es ging um die Frage, ob sie für eine neu gegründete Kolonie der Engländer in Georgia sozusagen das Pfarramt übernehmen könnten. Hier sehen wir ein Buchcover, wo es darum geht, über die Wesleys in Amerika. John und Charles sind dann tatsächlich dort nach Georgia gefahren und haben sich Amerika angeschaut, haben da die Pfarrei übernommen. Der Charles Wesley ist nach einem halben Jahr schon wieder zurückgefahren, aber John Wesley hat das dann dort weiter übernommen. Und ja, man hat in dieser Siedlung von schätzungsweise 300 europäischen Siedlern, hat also John Wesley versucht, etwas geistlich aufzubauen. Schon die Hinfahrt war interessant, denn auf der Hinfahrt geriet das Schiff in einen Sturm und John Wesley hat Todesangst ausgestanden und auf dem Schiff waren gleichzeitig 26 deutsche Herrnhuter dabei, die als Missionare für die Indianermission dann nach Amerika fahren wollten. Und diese Herrnhuter, die haben während des Sturms einfach gesungen und gebetet und waren ganz fröhlich und getrost. Und der John Wesley hat da schon gemerkt, wow, was haben die für einen Glauben? Den habe ich ja irgendwie nicht. Ich habe hier Todesangst und zitter hier rum. Und diese Deutschen, die haben irgendwie einen viel tieferen Glauben. Was haben die, das ich nicht habe, war so seine große Frage. Er hielt sich dann auch zu diesen Herrnhutern, lernte Deutsch und lernte manches von ihnen kennen, wie sie so geglaubt haben. Er übersetzte dann auch sogar einige herrnhuterische Lieder ins Deutsche und blieb aber natürlich ein anglikanischer Pfarrer, der da in Georgia relativ hochkirchlich versuchte, eine Gemeinde aufzubauen. Ja, schwierig wurde es in Georgia dann, weil er sich verliebte. Jetzt fangen wir an mit Frauengeschichten. Die erste war Sophie Hopke, ein 18-jähriges Mädchen dort in Georgia. John Wesley verliebte sich in sie, was ihn in Bedrängnis brachte, denn eigentlich hatte er den Grundsatz, ledig zu bleiben, weil er als Lediger doch am allermeisten für Gott tun könnte, so wie Paulus es schon in 1. Korinther 7 schreibt. Und jetzt verliebt er sich aus Versehen und ist so hin und her gerissen, was er mit dieser Liebe machen soll. Er ist total verschossen in das Mädel und ja, will nicht heiraten und deswegen macht er etwas Seltsames, Tragisches. Er lässt es zu oder arrangiert es sogar, dass die Sophie jemand anderen heiratet.
Und John Wesley blieb aber gleichzeitig so ihr Seelsorger. Er hatte vorher schon recht intensive Gespräche mit ihr. Und auch nach der Hochzeit traf er sich ab und zu mit ihr und besprach so ihre tiefsten Sorgen mit ihr. Das fand dann der neue Mann von Sophie, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so toll. Und deswegen kam es zu einem Gerichtsprozess gegen John Wesley. Könnt ihr mal eure Seminararbeit drüber schreiben, über diese Frauengeschichte. Und ja, John Wesley wurde angeklagt, er wurde verurteilt, soweit ich das weiß. Es wurde ihm auferlegt, dass er Georgia nicht verlassen darf. Und ihm sozusagen, es wurde immer enger für ihn und er bekam richtig rechtliche Probleme, so dass er sich dann entschied zu fliehen und bei Nacht und Nebel nahm er das nächste Schiff und fuhr zurück nach England 1737. Tief enttäuscht, gescheitert, angefochten, America war ein totaler Fehlschlag für John Wesley. Er hat gemerkt, er wollte eigentlich die Welt verändern und da groß was aufbauen und wagemutig für Jesus was tun. Und er ist total gescheitert, hat rechtliche Probleme gekriegt und kam als geschlagener Mensch nach England wieder zurück und hielt sich jetzt so ein bisschen zu den Herrnhutern, die er da kennengelernt hatte in Georgia. Und ja, traf sich mit einem deutschen Herrnhuter öfters, Peter Böhler hieß der, und unterhielt sich viel mit dem. Dieser Böhler, dieser deutsche Herrnhuter, überzeugte John und Charles Wesley, dass sie doch ruhig mehr Gott vertrauen sollten. Und vor allem ging es immer um die Frage, muss man sozusagen schon Gott was vorweisen an bestimmten Heiligungsleistungen, an Disziplin und so, wie Wesley das gemacht hat, damit er einem sozusagen einen richtig starken Glauben schenkt. Nee, sagt der Böhler, du fängst erstmal an, richtig stark an Jesus zu glauben und Jesus schenkt dir dann schon die Heiligung und die ganzen, ja, das Einhalten der ganzen Regeln und so. Der erste, der das dann so richtig gerafft hat, war der Charles Wesley. Der war nämlich krank im Mitte Mai 1738, lag ziemlich schlimm krank im Bett und hörte auf einmal eine Stimme, die ihm sagte, er soll aufstehen und er sei gesund. Und jemand ermutigte ihn dann noch, das war, diese Stimme kommt bestimmt von Gott, mach das. Charles Wesley steht auf und er wird sofort gesund und er fühlt sich so berührt von Gott, dass er seit dem Tag total tief Jesus vertraut und anfängt, Lieder und Gedichte zu schreiben. Der Charles Wesley war ein richtig toller Poet und Romantiker und er schreibt jetzt ganz viele geistliche Lieder. Wenn ihr über Charles Wesley mehr wissen wollt, über den erzähle ich jetzt nicht noch groß was, da gibt es ein eigenes Buch hier von Gary Best, die Biografie von Charles Wesley, also auch der war ein ganz berühmter, im Grunde muss man John und Charles Wesley zusammennehmen immer. Der große Biograf von John Wesley im Deutschen ist übrigens der Martin Schmidt. Das Buch ist auch schon etwas älter, irgendwie von 1953, aber es ist immer noch so die deutsche Standardbiografie von John Wesley in zwei Bänden. Und der Martin Schmidt hat dann ein Ereignis auch besonders untersucht, nämlich die sogenannte Bekehrung von John Wesley, zu der wir jetzt kommen, die am 24. Mai 1738 passierte, in der Aldersgate Street 28. Dort, wo das passiert sein soll, ist heute diese Gedenkplakette an der Wand angebracht. John Wesley felt his heart strangely warmed. And this experience of grace was the beginning of Methodism. Die Geburtsstunde des Methodismus fand hier in einer Versammlung, in einer Herrnhuter Versammlung statt. Eine Society, eine Versammlung von Leuten, die sich sozusagen geistlich ermutigen wollten. Manche stellen sich das ungefähr so vor, wie das so passiert sein könnte. John Wesley besucht eine Kleinversammlung, eine Hausversammlung in der Aldersgate Street und er erzählt,
dass dort jemand aus Luthers Vorrede zum Römerbrief vorliest. Also der Mensch, der hier so steht, liest gerade etwas von Martin Luther vor. Die Vorrede vom Römerbrief, wo es darum geht, dass der Glaube etwas ist, was einen total verändert. Und John Wesley hört diesen Text von Luther und er erzählt, dass er in diesem Moment tatsächlich angerührt worden ist und dass er auf einmal sein Herz erwärmt fühlt. Ich lese uns das mal vor. Es gibt hier das Tagebuch John Wesleys, wo sozusagen seine wichtigen Einträge aus diesem Journal, also sein verarbeitetes Tagebuch, wo er sozusagen erzählt aus seinem Leben. Und ich versuche jetzt hier mal das gerade zu finden. Und er erzählt hier, am Abend ging ich widerwillig zu einer Gruppe in die Aldersgate-Straße, wo jemand Luthers Vorwort zum Brief an die Römer vorlas. Ungefähr 8:45, als er über die Veränderung des Herzens sprach, die Gott durch den Glauben an Jesus Christus bewirkt, fühlte ich mein Herz seltsam erwärmt. Ich fühlte, dass ich Christus vertraute, ganz allein der Erlösung durch Jesus Christus. Und plötzlich hatte ich die Gewissheit, dass er meine, ja gerade meine Sünden hinweggenommen und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit hatte. Und ich begann für all die zu beten, die mich in besonderer Weise missbraucht und verfolgt hatten. Also es passiert auch eine sofortige Veränderung. Er betet für seine Feinde. Und viele sagen, das hier, das war die Bekehrung von John Wesley. So wird es heute genannt. Es ist auf jeden Fall ein Erweckungserlebnis. Bekehrt war er aber ja schon mindestens seit 1725. Bekehrt im Sinne willentlich Gott hingegeben. Und er hatte auch schon in den Monaten vorher von den Herrnhutern viel gelernt und verstanden, was die Rechtfertigung aus Gnade bedeutet. Jetzt wird das aber bei ihm auf einmal zu einer Herzenserfahrung. I felt my heart strangely warmed. Also es ist zum ersten Mal eine emotionale Glaubenserfahrung. Wir sind in der Neuzeit. Entscheidend sind jetzt Glaubenserfahrungen. Der Empirismus ist hier jetzt auch philosophisch im Hintergrund. Nur das, was wirklich erfahren wird, ist echt. Und John Wesley sehnte sich nach dieser Erfahrung, nicht nur nach einer Kopfüberzeugung. Sein Bruder hatte 4 Tage vorher eine Erfahrung gemacht. Er ist geheilt worden. Und jetzt endlich macht John Wesley auch diese Erfahrung. Pfingstlerische Theologen würden vielleicht heute sagen, ja, das war eine Geistestaufe, die er da erlebt hat. Er hat den Heiligen Geist erfahren. Wesley sagt später, also vorher hatte ich vielleicht den Glauben eines Knechtes, jetzt habe ich den Glauben eines Sohnes gehabt. Wesley hat auch später noch dunkle Stimmungen gehabt und hat noch mit damit gerungen, dass er so wenig Freude und Früchte in seinem Leben gesehen hat. Er hätte am liebsten sozusagen schon jetzt in diesem Leben das totale Christsein erlebt. Er wollte gerne ein vollkommener Christ sein, wäre jeden Tag super überschwänglich, freudig, erfahrungsvoll mit Gott gewesen. Das musste er lange im Leben erst lernen, dass die Zusagen Gottes höher stehen als alle menschlichen Erfahrungen und sich sozusagen ans Wort zu hängen, wie die Lutheraner, wie die Herrnhuter das machten. Das war für ihn ein schwieriger Prozess. Er wollte sehr gerne dieses schon jetzt im Leben haben. Und er konnte mit dem noch nicht, mit der Bruchstückhaftigkeit auch des geistlichen Lebens schwer leben. Aber hier an diesem Abend in Aldersgate, 24. Mai 1738, falls ihr Methodisten seid, müsst ihr euch dieses Datum unbedingt merken. Hier fing der Methodismus an. John Wesleys geistliches Urerlebnis, das dann eine neue Wirksamkeit für ihn in Gang gebracht hat. Also hier nochmal als kleiner Humor, John und Charles Wesley unterhalten sich. John sagt, der 24. Mai ist der entscheidende Tag, weil mein Herz da richtig erwärmt wurde.
Hey, sagt Charles, mein Herz ist 3 Tage vorher schon von Gott erwärmt worden. Okay, look, Bro, just write the songs. Okay, just write the songs. Der Charles hat Lieder geschrieben und sie haben sich auch nicht gestritten. Sie waren gut, ein gutes Team, die beiden, und haben eng zusammengearbeitet. Aber es gab auch ab und zu mal Streit. Jetzt aber kommt es zu einer neuen Entwicklung. Und das war so, dass John Wesley erstmal nach seinem Aldersgate-Erlebnis nach Deutschland reist. Er schaut sich Herrnhut an, er schaut sich Halle an, ist beeindruckt von den deutschen Pietisten. Die bestärken ihn nochmal, etwas muss getan werden, auch für die geistliche Erneuerung in England. Wenn das in Deutschland so klappt, dass da Erweckungen passieren im Pietismus, dann müsste sowas doch auch in England möglich sein. John Wesley geht in eine Society, in eine Erbauungsgemeinschaft, die sogenannte Fetter Lane Society, weil es also in einer Straße stattfand und das Haus stand in der Fetter Lane. In der Woche nach Weihnachten traf man sich da öfters zur geistlichen Ermutigung 1738. Man feierte Abendmahl und dann in der Silvesternacht, 1. Januar 1739, wurde ein Liebesfest gefeiert. Eine Lob- und Dank- und Zeugnisversammlung, ungefähr 60 Leute waren da zusammen. Und John Wesley sagt, ungefähr 3 Uhr morgens war es, da beteten wir ernsthaft und dann kam die Kraft Gottes mächtig über uns, sodass einige vor Freude schrien und einige auf die Knie fielen. Das ist jetzt nicht das, was hier in dem Bild dargestellt ist, dazu kommen wir gleich, sondern man muss sich das in einem Raum vorstellen, Silvester-Glaubensversammlung. Und Leute rasten emotional aus, weil sie von Gott so ergriffen sind. Und 7 Männer aus dieser Silvesterversammlung entscheiden sich dann, boah, wir müssen jetzt dieses geistliche Feuern durch England tragen. Und so teilen sie sich quasi England auf wie die 7 Apostel und sagen, wer geht dahin, wer geht dahin, wer geht dahin. Wir müssen das geistliche Leben, was wir erlebt haben, jetzt den Engländern bringen. Einer von diesen 7 war George Whitefield. Der sieht geschrieben aus wie Whitefield, aber man nennt ihn trotzdem Whitefield. Er hatte sich ausgesucht, ich gehe nach Bristol. Das war damals mit 30.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Englands. Und er kam dahin und sagte, ich will hier mal Erweckungspredigten halten, hat er dem Pfarrer gesagt. Der Pfarrer hat gesagt, pff, hau ab hier, die Kirche gehört mir. Und so hat George Whitefield gesagt, gut, dann predige ich eben einfach draußen. Er stellte sich auf einen Hügel und predigte den Kohlearbeitern von Bristol mitten im Februar 1739. Und das war etwas Unerhörtes, denn irgendwie waren die Engländer so drauf, dass sie gesagt haben, gepredigt werden darf nur in einer Kirche. Draußen predigen ist verboten, das ist ungeistlich, das ist Ketzerei oder ich weiß nicht, vor was die da genau Angst hatten, ich verstehe es eigentlich bis heute nicht. Wenn mir das jemand erklären kann, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Jedenfalls erschien das den Leuten unerhört, eine Freiversammlung zu machen. George Whitefield war aber so, dass er sagte, das geht nicht anders, das Evangelium muss raus zu den Leuten und die Leute kommen nicht mehr in die Kirche, dann muss das Evangelium zu ihnen kommen. Er rief dann, weil das so erfolgreich war, seine Freiversammlungen, rief er den John Wesley dann zu Hilfe nach Bristol. Und weil er gerne jetzt nach Amerika wollte und das, was da John Wesley liegen gelassen hatte in Georgia, wollte George Whitefield jetzt gerne machen. George Whitefield hatte ein Herz für Amerika und dann sagte er, bei mir in Bristol hat jetzt ja was Tolles angefangen mit meinen Freiversammlungen. John, kannst du nicht nach Bristol kommen und meine Arbeit übernehmen? John Wesley hat gesagt, okay, ich komme mal, ich gucke mir das mal an, aber Freiversammlungen mache ich nicht. Dann hat George Whitefield gesagt, ja, okay, guck dir das doch erstmal an. Dann hat er ihn mitgenommen zu den ersten Freiversammlungen. Und dann war John auch überzeugt und irgendwann wurde Charles auch noch überzeugt. So wurden diese ersten Methodisten zu Freiversammlungspredigern. Und Wesley
übernahm dann Anfang April 1739 diese Predigtarbeit und er predigte draußen vor teilweise 1000 Zuhörern. Am Ende dieses Videos zeige ich euch auch gleich noch ein paar Orte, die ich besucht habe, wo John Wesley gepredigt hat. Dann kann man sich das ein bisschen vorstellen. Für die Leute, die sich dann bei diesen Freiversammlungen bekehrt haben, baute man dann Gemeinschaftshäuser, wo die Leute dann im Glauben weitergeführt wurden. Und so entstand jetzt langsam die sogenannte methodistische Bewegung. John Wesley überließ dann Bristol seinem Bruder Charles. Er selbst ging nach London. Dort ist von Freiversammlungen mit 6000 Zuhörern berichtet worden. Und John Wesley machte das dann so, dass er im ganzen Land rumreiste und frei predigte. Er soll 40.000 Predigten gehalten haben. Wenn man das mal hochrechnet, dann waren das an jedem Tag irgendwie einige Predigten, 4, 5 Predigten muss er so pro Tag gehalten haben. Ist mit seinem Pferd immer weiter geritten, hat im nächsten Dorf wieder gepredigt. Und er bildete auch Prediger aus, methodistische Prediger, die überall im Land predigten. Jetzt entstehen überall methodistische Societies, Erbauungsgemeinschaften, die dann noch in Klassen eingeteilt werden, methodistische Klassen, die sich in eigenen Häusern treffen und im Glauben weitergeführt werden. Das ist eine sehr strukturierte Erweckungsarbeit und diese methodistische Bewegung hat dann 1791 bei Wesleys Tod nach 50 Jahren Arbeit, kann man sagen, 70.000 Mitglieder in England. Also das ist schon eine große Gemeindegründung gewesen. In den USA kamen auch nochmal 60.000 Methodisten dazu. Und es wurden Prediger inzwischen ausgebildet. Bei Wesleys Tod gab es schon 300 Methodistenprediger. Aber das alles immer noch im Rahmen der anglikanischen Kirche. Wesley hat immer gesagt, dass ich gründe keine Freikirche. Wir sind keine Ketzer, keine Separatisten. Wir machen innerkirchliche Gemeinschaften. Im Grunde war das eine Art Gemeinschaftsbewegung innerhalb der anglikanischen Kirche. Und die sind bis heute gibt es immer noch einen innerkirchlichen Teil des Methodismus. Das sind die Evangelicals oder auch das Low Church Movement innerhalb der Anglican Church. Und es gibt aber auch inzwischen die methodistische Freikirche, die dann zuerst in den USA gestartet ist, weil es da sowieso keine Staatskirche gab und dann aber auch wieder nach Europa als Freikirche zurückgekommen sind. So sind bis heute die Methodisten eine der ältesten Freikirchen in Deutschland. Sie haben in Deutschland ihr theologisches Seminar in Reutlingen und ihr findet in vielen Städten Methodistengemeinden, die also theologisch geistlich hier auf John Wesley in England zurückgehen. Nun war es so, wenn man sich fragt, welche Theologie hatten denn diese ersten Methodisten, dann kommt man darauf, dass es innerhalb der Methodisten sehr unterschiedliche Theologien gab. Zum Beispiel George Whitfield und John Wesley haben theologisch völlig gegensätzlich getickt. Ich habe das hier mal in einer Tabelle für euch zusammengestellt. George Whitfield war ein radikaler Calvinist und hat gesagt, ich vertrete eine calvinistische Theologie, die ist hier gekennzeichnet durch diese 5 Buchstaben, mit denen man sie sich merken kann, die das Wort Tulpe ergeben, Tulip. Es geht also darum, dass der Mensch völlig verloren ist, dass er deswegen ohne Bedingungen von Gott erwählt ist. Gott wählt sich aus, welche Menschen in den Himmel kommen. Deswegen gibt es auch nur ein Limited Atonement, eine beschränkte Erlösung. Es ist so, dass also nur Jesus nur für die Menschen gestorben ist, für die, die Gott dann auch erwählt hat zum Heil. Wer von Gott erwählt ist, wird unwiderstehlich zum Glauben gezogen und auch dann im Glauben bewahrt. Dagegen steht der Arminianismus, dem dann John Wesley anhing. Und John Wesley sagt, er ist
Also der Arminianismus sagt eigentlich, der Mensch ist, hat einen freien Willen, er kann sich frei für Gott entscheiden. Da kann Wesley auch nicht so ganz mit. Er sagt, okay, es ist schon so, der Mensch ist völlig verloren. Es ist schon ein Wunder, wenn man zum Glauben kommt. Aber wir machen es doch so wie die Arminianer. Jesus ist für alle gestorben und Gott wartet auch auf unsere freiwillige Entscheidung, schon auf unsere Hinwendung zu Gott. Man kann auch das Wirken Gottes ablehnen und ihm widerstehen. Man kann auch vom Glauben wieder abfallen. Das war so diese arminianische, halb-arminianische Sichtweise. Das war so John Wesleys Theologie. Und so hat sich dann der Methodismus eigentlich mit dieser nahezu arminianischen Theologie etabliert. Das wiederum hat zu einem totalen Mischmasch geführt. Die Methodisten haben dann im 19. Jahrhundert auch in Deutschland missioniert, haben wichtige Impulse für die deutsche Gemeinschaftsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts geliefert. Und so ist es so, dass wir heute in der Gemeinschaftsbewegung auch im Grunde so eine halbe arminianische Theologie haben, dass wir sagen, so, wir sind keine Calvinisten, doppelte Prädestination und so, das lehnen wir alles ab. Wir sind eher dafür, dass der Mensch sich mit freiem Willen für Jesus entscheiden kann, aber dann schon so ein bisschen lutherisch, ja, das ist dann aber doch irgendwie ein Wunder Gottes gewesen, wenn jemand zum Glauben kommt. Aber Gott will ja, dass alle Menschen zum Glauben kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott liebt die ganze Welt, jeder kann zum Glauben kommen und deswegen predigen wir auch allen Menschen. Man kann auch vom Glauben wieder abfallen, gut arminianisch, deswegen ist es wichtig, dass wir Gemeinschaften bilden. Keiner da kann sich seines Heils zu sicher sein, um diesen Glaubensabfall zu verhindern. Sammeln wir Menschen in Bibelgruppen, in Gemeinschaften und versuchen sie beim Glauben zu halten. Das wiederum führt uns zu der Frage, wie das dann mit dem Wachstum im Glauben ist. Wenn man also im Glauben immer weiterkommen möchte, wie ist es dann, bis zu welchem Punkt dann? Das ist im Grunde John Wesleys Lebensfrage. Er sich überlegt, ja, wie ist das, kann ich bis zu einem gewissen Grad an Vollkommenheit vielleicht kommen? John Wesley sagt, ich mache das im Grunde so eine Art zweistufig. Zuerst bekehrt man sich und dann bekommt man die Rechtfertigung, man wird wiedergeboren als Christ. Aber irgendwann kann es auch über diese normale Stufe der Bekehrung hinausgehen. Er selbst hatte das ja so erlebt mit Aldersgate. Er war schon ein bekehrter Christ, das war auch schon gut, da wäre er auch schon in den Himmel gekommen. Und trotzdem hat er noch in seinem Leben eine Stufe erlebt der Weiterentwicklung zu einem vollkommenen Christsein. Und er schreibt dann dieses Buch 1739, A Plain Account of Christian Perfection, eine einfache Erklärung, wie das mit der christlichen Vollkommenheit aussieht. Und damit traf er eine Sehnsucht von vielen Menschen, gerade in diesen Erweckungsbewegungen, die sagten, ich will immer mehr von Gott erfahren und erleben und möglichst alles, was er mir schenkt in meinem Leben, aufnehmen. Was ist schon jetzt in diesem Leben möglich an geistlicher Erfahrung? Sag mir das, John Wesley, das möchte ich gerne haben. Und John Wesley sagt, es ist möglich, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5, 48. Also wollen wir mal nach Vollkommenheit streben. Also deswegen kann man sagen, John Wesley war im Grunde eine Art Perfektionist. Aber er merkte natürlich auch, so ganz vollkommen kriegt man das nicht hin in diesem Leben. Deswegen wendet John Wesley einen kleinen Trick an und er sagt, wie ist das denn mit unseren Unvollkommenheiten, mit den Sünden? Ich sage das jetzt mal so, Sünde ist eigentlich nur, wenn man willentlich ein Gebot Gottes übertritt. Und da sagt John Wesley, das kann man schaffen zu vermeiden, dass man nicht mehr bewusst gegen Gott handelt. Daneben gibt es natürlich auch unbewusste Sünden und unwillentliche und einfach Sünden, weil man etwas nicht schafft, weil man halt ein begrenzter Mensch ist, kann ich nicht allen Menschen gleichzeitig was Gutes tun und so.
Und da sagt er, diese unbewussten Sünden, die werden sowieso von Gott vergeben. Die brauchen Vergebung, aber deswegen muss ich mich nicht grämen. Also okay, sagt John Wesley, ich rede nicht von einer sündlosen Vollkommenheit. Der Mensch wird nicht vollkommen sündlos, aber ich rede von einer christlichen Vollkommenheit. Und die heißt, ich schaffe es, keine bewussten Sünden mehr zu machen. Wobei selbst John Wesley sich bewusst war, dass er selbst immer wieder auch bewusst sündigte. Also er kämpfte immer mit diesem Disziplinproblem, was wahrscheinlich seit seiner Kindheit irgendwie in ihm lag. Schaffe ich es, alle Regeln einzuhalten, die Mama mir gesagt hat und die ich mir selber gesetzt habe? Das in John Wesley, ja, vermischt sich sozusagen einiges hier. Das ist ein bisschen augustinische Gnadenlehre, ein bisschen Moralismus, was so in der anglikanischen Hochkirche sowieso war. Griechische Kirchenväter hat er studiert und da sich noch sozusagen Impulse geholt und mystisch mittelalterliche Einflüsse. Also wer sich da mal rein vertieft, aus welchen Quellen so diese methodistische Theologie zusammengesetzt ist, der kann da total viel finden. Deswegen könnt ihr da weiter forschen, Seminararbeiten drüber schreiben. Die entscheidende Neuerung bei John Wesley war dann eigentlich, dass er sagte, das geistliche Leben fängt so richtig mit einem Erlebnis an, mit der Bekehrung, und auch das höhere geistliche Leben müsste eigentlich mit einem Erlebnis anfangen, mit einer nochmaligen Hingabe, mit einer zweiten Buße, und dann kriegt man auch einen zweiten Segen. Also nur wer sich ernsthaft nach einer totalen Erfüllung mit Gott ausstreckt, der bekommt sie auch. Und der wird dann mit Gottes Liebe so richtig erfüllt. John Wesley ist also der Begründer einer sogenannten Zwei-Stufen-Lehre, dass es Christen gibt, die normalen Christen, die einfach so nur bekehrt sind, und dann gibt es die vollkommenen Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die auf einer höheren geistlichen Stufe leben. Und da haben dann manche nicht mehr mitgemacht, vor allem die deutschen Lutheraner. Er hat sich dann mit Zinzendorf mal ausführlich gestritten. Da tue ich euch auch Quellentexte mal rein. Es gibt ein Gespräch, das Zinzendorf und Wesley gemeinsam aufgezeichnet haben, wo sie sich über diese Heiligungs- und Vollkommenheitsfragen streiten. Da sieht man, wie die deutsche lutherische Sicht Zinzendorfs doch diesem englischen Perfektionismusstreben entgegensteht und wo da die lutherische Rechtfertigungslehre ein Korrektiv war, das Zinzendorf davor ja zurückgehalten hat, auf eine wesleyanische Linie zu kommen. Deswegen war das dem Wesley so wichtig. Er wollte unbedingt persönliche Heilsgewissheit haben, und die sah er irgendwie nur darin gewährleistet, dass in seinem Leben Veränderungen passieren. Danach hat er immer geguckt, das machen auch Calvinisten sowieso so, sie suchen nach Segensspuren Gottes im Leben, um sich der eigenen Erwählung zu vergewissern. Und John Wesley sagt, ich muss auch Heiligung bei mir sehen und Wachstum im Glauben, damit ich weiß, dass Gott wirklich auf meiner Seite ist. Und ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Er hat sein geistliches Leben sehr stark daran festgemacht, was gelingt ihm so im geistlichen Leben. Und deswegen hat ihm dann natürlich auch Sachen, woran er gescheitert ist, ziemlich runtergezogen. Ich glaube, man sollte bei aller Liebe zum Wachstum im Glauben doch vielleicht sein geistliches Leben an den Zusagen Gottes festmachen. Natürlich machen wir Glaubenserfahrungen. Natürlich ist der Heilige Geist eine Realität. Man kann im Glauben wachsen. Es gibt auch außergewöhnliche Segenserfahrungen. Aber nirgends ist uns verheißen, dass das jeden Tag dauernd passiert und dass es immer höher und besser wird. Wir werden auch scheitern, das lutherische Simul Justus et Peccator. Wir bleiben immer gleichzeitig Gerechte und Sünder. Das ist da ein Korrektiv, das einen auch trösten kann. John Wesley
wollte gerne so viel wie möglich in diesem Leben haben und erleben. Er kam mit dem noch nicht unseres menschlichen Lebens nicht so zurecht. Und dabei hat er dann auch irgendwie die abgrundtiefe Sündhaftigkeit von uns nicht mehr so richtig wahrgenommen oder wollte sie nicht mehr sehen. Das führte dann oft dazu, dass er eben auch geheuchelt hat, vielleicht nach außen frommer getan hat, als er nach innen wirklich war. Das sieht man an seinen Tagebüchern. Und dass er vielleicht auch von seiner Gemeinde mehr gefordert hat, als er selbst in seinem Leben tatsächlich umgesetzt hat. Ein wichtiges Thema, diese Frage der christlichen Vollkommenheit. Wir kommen jetzt zu einem tragischen Kapitel, an dem man schon sehen kann, wie das, dass das mit diesem Perfektionismus bei John Wesley selbst nicht so weit her war. Und das ist die Frage, wie gingen die Methodistenführer mit Frauen um? Oder mit Liebe, würde ich mal jetzt so eher sagen. Der erste war George Whitefield. Der war der Überzeugung, oder erstmal waren alle der Überzeugung, wir heiraten nicht, wir brauchen Freiheit, um uns für Gott einzusetzen. Der George Whitefield hat dann irgendwann mitgekriegt, dass der Jonathan Edwards in Amerika, den lernen wir im nächsten Video kennen, dass der geheiratet hat und wie toll das mit seiner Ehe gelaufen ist. Und da hat er dann sich doch geöffnet für Frauen und George Whitefield hat dann eine junge Dame geheiratet. Nein, er hat eine 10 Jahre ältere Frau geheiratet, interessanterweise, 1741. Die Frau hat ihm ein anderer empfohlen, der eigentlich in die Frau verliebt war. Also irgendwie war das auch alles ein bisschen komisch. Charles Wesley hatte eine 19 Jahre jüngere Frau, war total zufrieden mit der und sie mit ihm, die Sally Gwynne aus Wales. Er heiratete sie, als er 42 war, sie 23. Die Ehe war super glücklich. Charles Wesley war ja ein Romantiker, er dichtete Lieder und so und er schrieb auch seiner Frau dauernd Liebesgedichte und sie war total happy. Happy Wife, Happy Life, die beiden haben es wirklich gut miteinander gemacht. Und jetzt war nur noch die Frage, was ist eigentlich mit John? John hatte sich ja schon mit 18 in die Sophie Hopke in Georgia verliebt. Das hat nicht geklappt, er musste fliehen. Dann hat er gesehen, dass sein Bruder verheiratet war und deswegen dachte er jetzt so mit 40 ungefähr, okay, vielleicht heirate ich doch auch mal selber. Er wollte Grace Murray heiraten, eine Haushälterin, kann man sagen. Die kannte er schon ganz gut und mit der wollte er jetzt auch offiziell verheiratet sein und er seiner Meinung nach hatte er das auch mit der Grace besprochen. Das englische Eherecht war ein bisschen kompliziert zur damaligen Zeit. Er dachte, ich habe eine mündliche Vereinbarung getroffen, dass diese Frau mich heiraten wird. Aber es gab einen anderen Erweckungsprediger, John Bennett, der auch sich um diese Frau bemüht hat, die Grace Murray. Und der auf einmal den Eindruck kriegte, die Grace Murray ist von Gott für mich bestimmt. Und ja, was macht man da? Zwei Männer denken, da ist eine Frau, die von Gott für sie bestimmt ist. Der Charles Wesley ist dann der ganzen Sache zu Hilfe gekommen und er sagte, boah, mein Bruder John, der darf eigentlich wirklich nicht heiraten. Der ist so wichtig für unsere Erweckungsbewegung. Der braucht Freiraum für Jesus. Deswegen wäre es besser, wenn die Grace Murray tatsächlich den anderen heiraten würde. Ich mache das jetzt mal schnell. Und so ritt der Charles Wesley, der war auch Pfarrer, ritt hin zu dem John Bennett, zur Grace Murray und sagte, hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau und fertig ab. Und das kriegte dann der John mit, dass seine zukünftige, mit der er eigentlich dachte, alles abgesprochen war, von seinem eigenen Bruder mit jemand anderem verheiratet worden ist. Das hat eine tiefe Krise in das Verhältnis der beiden Brüder gebracht und George Whitefield musste eingreifen und die beiden wieder miteinander versöhnen. Jedenfalls zum zweiten Mal hatte John Wesley eine große Liebe verloren. Er war tief getroffen und 2 Jahre später machte er dann eine Kurzschlusshandlung und er heiratete diese Frau, die wir hier auf dem Bild sehen, Mary Vazille.
ohne sich mit seinem Bruder zu beraten. Diesmal sollte ihm keiner dazwischen kommen. Und auch ohne sich vielleicht große Gedanken zu machen, ob diese Frau zu ihm passt. Sie passte nämlich gar nicht zu ihm. Die Ehe verlief total unglücklich und jeder kriegte es mit, dass die beiden sich nicht verstanden haben. Ich habe mal ein Erlebnis gelesen, wo jemand nach Hause zu den Wesleys kam und da lagen die beide auf der Erde gerade und kämpften miteinander. Sie rissen sich gegenseitig die Haare aus und schlugen sich, weil sie sich so zerstritten hatten. Und die Ehe war gar nichts. Gleichzeitig hatte John Wesley weiterhin Seelsorgebeziehungen zu vielen anderen Frauen, konnte da sehr einfühlsam sein, aber für seine eigene Frau hat er irgendwie keinen Modus gefunden, wie er ihr wirklich Liebe geben konnte. Seine Frau war dann natürlich eifersüchtig auf diese ganzen anderen Seelsorgebeziehungen von ihrem Mann. Nach einigen Jahren verließ die Mary Vasile ihn, das ging einfach nicht mehr weiter, er ließ sie ziehen. Die starb dann auch irgendwann vor ihm. Also eine total unglückliche Ehe und nicht gerade das, was man von einem vollkommenen Christen so erwartet hätte. Tja, was machte der John Wesley weiter? Er kümmerte sich um seine Predigten, um seine Erweckungsreisen und auch um gesellschaftliche Veränderung, zum Beispiel um den Kampf gegen die Sklaverei. Ihr findet das auch als Quellenblatt 125. Da könnt ihr etwas im Original lesen, was Wesley über die Sklaverei gesagt hat. Ihm war das ein großes Anliegen. Er schrieb 1774 dieses Buch hier, Thoughts upon Slavery. Und er machte deutlich, das geht gar nicht. Vor allem, was wir Engländer da in den amerikanischen Kolonien veranstalten, das geht gar nicht. William Wilberforce kämpfte auch im Parlament für die Abschaffung der Sklaverei und er sagte ihm hier zum Schluss seines Lebens, noch gab er ihm das so mit, was ihr hier in Englisch lesen könnt, go on in the name of God and in the power of his might till even American slavery, the vilest that ever saw the sun, shall vanish away before it. Also er kämpfte gegen die Sklaverei in den englischen Kolonien, dann auch in den USA. William Wilberforce schaffte es dann nach Wesleys Tod 1807, dass tatsächlich vom englischen Parlament die Sklaverei offiziell abgeschafft worden ist. John Wesley blieb Zeit seines Lebens jemand, der zur anglikanischen Staatskirche gestanden hat. Und bloß in Amerika, wie gesagt, ließ er es dann eine Freikirche werden, weil es dort sowieso alles eigenständige Kirchen sind. Wesley stirbt dann am 2. März 1791 als ein geachteter Mensch der anglikanischen Kirche und er hinterließ eine große methodistische Gemeinschaft innerhalb und außerhalb der englischen Kirche dann und gilt als Gründer des Methodismus. So, zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Bilder zeigen von einer Reise, die ich gemacht habe, von mehreren Reisen. Ich war mal in Oxford 2014 und in Cornwall, habe da mal ein paar historische Orte besucht. Wir sehen hier zuerst ein Straßenschild von Oxford, da sehen wir Bonn, ist übrigens die Partnerstadt von Oxford, falls ihr das noch nicht wusstet. Und in Oxford habe ich mir erstmal dieses Lokal hier angeschaut, The Eagle and Child. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist das Lokal, wo Tolkien und C.S. Lewis sich immer getroffen haben. Ich war dann auch da drin, in dem sogenannten Rabbit Room, wo die immer zusammensaßen. Dort gibt es auch hier diese kleine Tafel, wo steht The Eagle and Child, woher der Name kommt. Und hier Tolkien und C.S. Lewis were once regulars. They were part of a literary group called the Inklings, who referred to the pub as the Bird and Baby, the Eagle and Child. Sie haben es also the Bird and Baby genannt. Und hier entstanden also Herr der Ringe, die Narnia-Bücher und so in diesem Lokal in Oxford.
könnt ihr mal einen Guinness trinken, wenn ihr mal in Oxford seid. Was habe ich da sonst noch so gesehen? Ich war am Lincoln College, dort wo John Wesley unterrichtet hat und wo er studiert hat, wo der Holy Club entstanden ist. Hier so in diesen heiligen Hallen haben sie Hochschulandacht gefeiert und so. So kann man sich das vorstellen. Da gibt es auch noch ein Denkmal von John Wesley, wo er bis heute verewigt worden ist. Und hier sieht man den Beweis. Ich war tatsächlich da und habe mir den schönen quadratischen englischen Rasen in der Mitte angeguckt. Im Hintergrund von mir sieht man übrigens an der Hauswand diese Büste von John Wesley. In Oxford gibt es bis heute noch eine Methodistenkirche, die Wesley Memorial Methodist Church, weil hier hat ja die methodistische Bewegung angefangen. Es gibt hier die Kirche nochmal von außen. Und dann ist hier das Gemeinschaftshaus sozusagen, wo die methodistischen Klassen sich dann versammelt haben und im Glauben weitergeführt wurden. Da ist auch diese Plakette an der Hauswand 1783. And on several subsequent occasions, John Wesley preached in this building, the first Methodist meeting house in Oxford. Und dann bin ich 2019 bin ich dann mal nach Cornwall gefahren und habe mir einen Ort angeschaut, das war die sogenannte Gwenep Pit. Das ist eine alte Mine, also hier war mal sozusagen eine Grube, wo man nach Bodenschätzen gegraben hat und man kann das heute besichtigen. Hier seht ihr meine Familie, die mit mir dahin gefahren ist 2019. Und wenn man da hinkommt, dann sieht man hier schon John Wesley als Mosaik, ein paar Schautafeln, die sein Wirken dort in Cornwall sozusagen erklären, der Father of Methodism. Und hier steht 18 times between 1762 und 89, John Wesley preached here. Er war 18 Mal dort in Cornwall, also er ist viel rumgekommen in England und so sieht das aus heute. Man hat aus dieser Grube, aus dieser Mine, hat man dann eine Art Amphitheater gemacht. Hier seht ihr, wie ich gerade mal eine akustische Probe mache vom Predigtplatz und meine Tochter hört meiner Predigt zu. Und dann sind da so Zeichnungen, wie diese Grube früher mal ausgesehen hat. Das kann man sich hier noch ein bisschen besser vorstellen. Bevor das so richtig schön rund gestaltet war, war es einfach nur so eine Art Grube, wo halt früher mal Bodenschätze abgebaut worden waren. Und diese Grube hat natürlich eine super Akustik geboten, dass John Wesley da toll predigen konnte. Und er erzählt hier, about 5 in the evening I preached at Gwenep. I believe God enabled me so to speak that even those who stood farthest off could hear distinctly. Das war der Vorteil halt von diesem Amphitheater, dass man super auch zu Massen predigen konnte. I think this is my Nonplusultra. I shall scarcely see a larger congregation till we meet in the air. Also ich werde wahrscheinlich nie wieder so eine große Versammlung vor mir sehen, wie hier in Gwenep 1781. Das wurde dann also ein beliebtes Predigtzentrum, weil einfach so eine super Akustik war. Wir sehen den Prediger hier rechts und alle konnten die Predigt super verstehen, auch ohne elektronische Verstärkung. Ja, Methodisten in England gibt es sehr viele. In jedem Dorf gibt es oft neben der anglikanischen Kirche auch noch eine methodistische Gemeinde. Hier sehen wir von unserem letzten Urlaub die kleine Methodistenkapelle in St. Germans. Da waren wir im Gottesdienst am Jahresfest am 13. Juli 2019, am Anniversary Weekend. Und wir waren da in einem kleinen Gottesdienst mit ungefähr 20 Besuchern und der Prediger zeigte an diesem Tag einen Schemel, einen kleinen Hocker mit einer Besonderheit, denn auf diesem kleinen Hocker stand John Wesley persönlich
als er in der Gegend dort von St. Germans 1775 und 1785 gepredigt hat. Also auf diesem Hocker stand wirklich der echte John Wesley und ich, wie ihr hier seht, durfte diesen Hocker eigenhändig mal in die Hand nehmen. So ist also meine persönliche Verbindung zu John Wesley bis heute gesichert. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch mit diesem etwas längeren Video über John Wesley und den Methodismus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch inspiriert und vielleicht ermöglicht, einige Forschungen jetzt über John Wesley anzustellen.